Hey du, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo. Ja, die Folge, ihr seht es schon im Hintergrund, die läuft komplett anders ab, als ihr das normalerweise gewohnt seid. Und zwar habe ich ja bei Planet Zoo diese krassen Leck-Probleme mit meinem Standardaufnahmetool. Jetzt hatte ich zwar keine Lecks in der Aufnahme vom Bild, aber warum auch immer, hatte ich während der Aufnahme so krasse Lecks in der Tonspur, dass im Endeffekt die Tonspur 3 Minuten kürzer war als das Video, weil so viel Ton zwischendrin gefehlt hat. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das jetzt zu speeden und nachzukommentieren. Wie ihr seht, sind in dieser Folge die Bongos eingezogen. Danke übrigens für den Tipp, dass ich Warzenschweine und Strauße als nächstes aufnehmen sollte. Da habe ich jetzt auch schon ganz gute im Handelszentrum. Die werden als nächstes einziehen. Aber jetzt waren eben erstmal die Bongos dran und ich glaube, das ist das erste Tier, was wir jetzt in den ganzen Folgen haben, was wirklich hauptsächlich ganz gerne Erde, Fels und Sand im Gehege hätte. Also ihr seht es auch, Gras, langes Gras, es ist alles nicht so wirklich gefragt. Also Erde und Fels stehen bei den Bongos ganz, ganz hoch im Kurs, kommen aus Afrika, haben es von den Bäumen her und vom Biom her lieber tropisch. Das heißt, hier konnte ich mich mal richtig austoben, auch mit Bäumen. Ich liebe es ja, das Gehege mit Bäumen und Pflanzen und Gestrüpp zuzupflastern, von daher waren die Bongos für mich eine absolut tolle Wahl, muss ich wirklich sagen. Hab da jetzt ein Männchen, 2 Weibchen. Ich hoffe auch, dass das Männchen mit beiden Weibchen zusammenkommt. Ich meine, im Tierreich, bei den Huftieren ist, glaube ich, Monogamie nicht so wirklich verbreitet. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist eher bei anderen Tierarten der Fall, dass sie monogam leben und einem Partner ihr Leben lang treu sind. Ja, und hier seht ihr, hier bastle ich unheimlich viel rum, auch mit Mangroven wieder und anderen Bäumchen. Hier die Palmen habe ich mal genommen, weil wir die einfach noch gar nicht genutzt hatten bis dato, weil wir die noch nicht nutzen konnten, weil es einfach noch nicht gepasst hat. Und ja, wie gesagt, also hier konnte ich mich jetzt in diesem Fall mal wirklich richtig, richtig krass austoben, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Deswegen finde ich es jetzt auch so schade, dass die Folge so im Eimer ist, weil die fand ich wirklich richtig gut. Aber gut, ein Satz mit X, das war wohl nix. Also es hat nicht funktioniert, wie ich wollte, dass es funktioniert. Kann man nichts machen. Wichtig finde ich es auch immer, dass man noch so ein bisschen Felsen drin hat und nicht nur Grünzeug, weil es ist halt ziemlich unrealistisch, dass man nur blanken Boden hat und keine Steine und kein Nix und kein Naut. Deswegen habe ich hier auch so ein paar Felsformationen noch platziert und so ein bisschen rumgebastelt und ja, hab da dann die Farne noch so ein bisschen drin platziert. Ich mag das sehr, sehr gerne, wenn die Farne so ein bisschen auf den Steinen wachsen, sich da vielleicht genügend Dreck angelagert hat, dass das realistisch ist, dass da auch ein bisschen was wächst. Ja, in diesem Fall, in diesem Moment soll es das jetzt eigentlich tatsächlich für heute auch schon fast gewesen sein. Ich weiß, das war jetzt wirklich ein schnell Durchgang. Aber ich habe jetzt nicht noch so viel Zeit, das alles nachzukommentieren. Ich hoffe, dass ich den Fehler bis zur nächsten Folge finde, weil ich weiß langsam echt nicht mehr weiter. In der Beta ging es eigentlich ganz gut. Jetzt lecken entweder das Bild oder der Ton. Aber eine leckfreie Planet Zoo-Aufnahme hinzubekommen, ist leider irgendwie nicht möglich. Beziehungsweise nur mit einer neuen OBS-Variante. Und wenn man die hat, dann spacken dafür die anderen Spiele alle rum. Es ist ein bisschen problematisch. Ich gebe mein Bestes, um das Problem zu beheben. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem so ein bisschen gefallen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge zeige ich euch dann das Gehege der Bongos noch mal ein bisschen im Detail. Und dann werden wir auch Strauße oder Warzenschweine aufnehmen. Hab ja nur schon beides. Also dann, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!